Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kesto und ihr seid die Zuschauer. Ich mal wieder in der Küche, wie meistens in der Küche, möchte ich mit euch heute etwas Essen wieder zubereiten. Und zwar Hackbällchen Toskana. Dafür Ohrenspitzen, Zettel raus, Stift raus. Wir brauchen folgende Zutaten. Dafür brauchen wir zunächst gehackte Tomaten, Mais bisschen, ganz wichtig, Mozzarella, Pfeffer, Salz, Kräuter der Provence, das sind italienische Kräuter wie Thymian, Majoran, Oregano etc. Dann geht es weiter mit gehacktes Tomatenmark, Sahne und eine Knoblauchzwiebel. Und mit der werden wir auch beginnen. Jo, die Knoblauchzwiebel, die wird als erstes säuberlich klein geschnitten und zerhackt. In etwa so. In etwa so, genau. Wenn wir das haben, kommt die beiseite und wir nehmen uns den Mozzarella, den schön in kleine Scheiben schneiden. Jawohl. Wenn wir das haben, dann kann das auch direkt schon beiseite und wir nehmen uns eine Schale, denn wir machen mit der Tomatensauce weiter. Dafür, na klar, Tomaten. Ja. Rein da, dazu direkt der Mais. Die Sahne nicht vergessen. In etwa 100 Milliliter. Oh, freie Schnauze und kräftig mit Kräutern würzen. So. Pfeffer und Salz. So, dann das Ganze verrühren und den Knoblauch schon zu. Genau, Knoblauch und den Tomatenmark. Tomatenmark auch so in etwa einen Esslöffel voll. Und rühren. So, damit ist der halbe Meter schon fertig. So, weiter machen wir mit dem Hackfleisch. Wir machen Hackbällchen Toskana, also nehmen wir das Hackfleisch und formen dann natürlich kleine gehacktes Bällchen draus. Ja. So. So weit, so gut. Wenn wir das haben, dann kommt unsere Soße. Ich nehme dafür gerne eine Kelle, dass man das besser verteilen kann. Aber im Prinzip kann man es auch einfach alles drüber kippen. So. Das Beste zum Schluss, der Käse. Wir haben ja noch unseren Mozzarella. Und den verteilen wir jetzt noch obendrauf. So, einwandfrei, wunderbar.
So, das Ganze kommt jetzt zu 30 Minuten, 30 bis 40 Minuten bei 190 Grad in den Ofen. Klappe zu und warten. Das war mein Video Hackbällchen Toskana. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren und teilen, denn nur so unterstützt ihr, supportet meinen Kanal richtig. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Schmecken lassen!